Hallo liebe Griller-Freunde, hier ist wieder eure Griller-Queen. Ich stehe hier draußen im Schnee, ich habe mir extra diese Handschuhe angezogen, wo ich ja sonst immer meckere, weil die ja so riesengroß sind und mir nicht passen. Aber wisst ihr was, meine Hände sind so abgefroren. Ich habe hier versucht, meinen Grill sauber zu machen und das Wasser gefriert hier sofort, alles friert hier. Dementsprechend sind jetzt meine Grillhandschuhe echt geil, die halten richtig warm. Ich finde das mega. Ich habe mir aber auf dem Moesta auch schon ein bisschen Feuer angemacht, wenn wir hier so lange stehen und das wird heute lange werden. Aber nicht in diesem Video. Dieses Video wird sehr kurz werden, aber ich möchte heute ein bisschen mehr grillen. Ich mache jetzt nur Mittagessen und dann mache ich nachher noch was fertig, was es heute Abend gibt. Aber dafür mache ich ein zweites Video. Was ich heute mit euch mache, das zeige ich euch. Komm mal mit. Wir hatten gestern ein bisschen Leberkäse. Den habe ich mal von Beef Bandits. Ich finde das ganz geil. Der ist eingefroren und den habe ich gefroren in der Tiefkühle. Und die Männer wollten gestern ein bisschen Leberkäse essen. Und das war noch über. Und da habe ich mir überlegt, wisst ihr was, wir machen heute zum Mittag Leberkäse-Burger. Also, wir brauchen den Leberkäse. Wie gesagt, guck mal bei Beef Bandits rein. Und ein bisschen Support mit Queen 10 spart ihr sogar 10%. Das ist doch mega. Wir brauchen noch Bacon. Wir brauchen den guten Händelmeier hausgemachten bayerischen süßen Senf. Wir brauchen Butter, wir brauchen Sauerkraut. Hier habe ich abgepacktes von Penny gekauft. Da ist schon ein bisschen Speck mit drin. Wir haben Zwiebeln. In den Zwiebeln ist jetzt ein bisschen Mehl und Paprikapulver, weil die Zwiebeln wollen wir frittieren und wollen Röstzwiebeln daraus machen. Und natürlich habe ich meine Burgerbrötchen und habe ein kleines Bier dazu. Ein bisschen für mich, ein bisschen gleich fürs Gericht. So sieht das Ganze hier aus. Den Frischkäse hatte ich benannt, ne? Der wird hier gleich aufgeschmiert. Meine Burgerbrötchen sind zu platt, weil ich friere das immer alles ein. Ich bin manchmal so, ich liege nachts im Bett und habe dann so Ideen und morgens schaffe ich das manchmal gar nicht mehr einkaufen zu gehen. Deswegen habe ich so viele Sachen immer schon im Tiefkühl. Die sind ein bisschen platt, sehen nachher aber trotzdem gut aus. Da macht euch mal keine Sorgen. Ich habe meinen Grill vorbereitet. Ich habe den schon mal richtig schön heiß gemacht. Oh, ich brauche heute... Es ist wieder zu gut. Ich brauche heute eine Pfanne. Ich habe meine Plansche von Grill Supply. Genau, und das war es eigentlich auch schon. Ich werde jetzt gleich mal loslegen und das sehen wir dann gleich. Bei Burgern ist das Wichtigste diese Vorbereitung. Also wisst ihr, dass ihr nicht erst die Brötchen beschmiert, wenn der Rest schon drauf ist, weil nachher geht das so unheimlich schnell. Ich fange immer an mit den Burgerbrötchen. Das heißt, ich schmiere jetzt hier schön dick unseren Kräuterfrischkäse drauf. Da könnt ihr aber auch was anderes nehmen. Also gibt auch den ohne Kräuter. Das ist völlig egal. Die Brötchen beschmiert ihr jetzt erstmal, das ist der erste Schritt und dann gehen wir rüber zum Grill. Weiter geht es jetzt hier mit unseren Zwiebeln. Die Zwiebeln haben wir jetzt ja geschwenkt in ein bisschen Paprikapulver und Mehl. Die haben so viel eigene Feuchtigkeit, da hält das Mehl so dran. Die Butter habe ich jetzt in der Pfanne schmelzen lassen. Nicht zu heiß, ich habe jetzt alle Regler auf niedrigste Temperatur, damit uns das Ganze hier nicht anbrennt. Gerade mit Butter ist es ja immer so ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen. Gut, unsere Zwiebeln wandern jetzt hier rein. Die könnt ihr in so kleinen Chargen in die Pfanne packen, damit es auch ordentlich wird. So sieht das Ganze aus. Parallel kommt jetzt schon unser Bacon auf die Plansche. Die Plansche habe ich jetzt wieder mit meinem Spray besprüht. Das reicht vollkommen. So. Genau. Bacon, Zwiebeln. So sieht das Ganze aus. Na, wie ist er hier? Manu. So, Bacon, Zwiebeln. Und parallel wandert jetzt unser Leberkäse hier vorne mit auf den Grill. So, das reicht erstmal. Und unser Sauerkraut kippen wir hier hinten mit auf die Plansche. Ich habe mich so ein bisschen verbaut mit meiner Pfanne, die ist so heiß. Aber so sieht das Ganze jetzt hier aus. Und jetzt werden wir das Ganze erstmal ein bisschen angrillen und dann geht's weiter. Und na, so das. Jetzt kommt unser Bier. Ich habe hier ein Rothausbier zugeschickt bekommen und alle sagen, man muss es unbedingt trinken, das ist der Oberhammer. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Und das gießen wir jetzt über unseren Sauerkraut. Schöner wäre es in der Pfanne gewesen, ich habe aber nur eine Pfanne, deswegen machen wir es jetzt trotzdem auf der Plansche, wird schon trotzdem funktionieren. So, erstmal muss ich natürlich einen Schluck probieren, macht man glaube ich so, ne? Bevor man es irgendwo rüberkippt, muss man erstmal probieren. Oh, das ist süffig. Das ist wirklich süffig. Und das muss ich sagen, also das ist jetzt kein Bier, wo man sagt, nee, geht gar nicht. Das kippen wir jetzt mal hier rüber, über unseren Sauerkraut und lassen wir so ein bisschen einköcheln sozusagen. Hinten habe ich ja so Ablauflöcher, das wird automatisch gleich da rauslaufen. Ich möchte einfach nur, dass mein Sauerkraut so ein ganz bisschen Biergeschmack bekommt. Und ja, so sieht das Ganze aus.
Meine Zwiebeln brauchen noch ein bisschen. Ich glaube, der Rest sieht schon eigentlich ganz gut aus. Und dann können wir auch gleich schon zusammenbauen. Unsere Burgerbrötchen waren auf dem Grill. Das wisst ihr ja selber, ganz kurz mit angrillen. Auch mit dem Frischkäse ist kein Problem. Der Grill saut ein bisschen ein, aber wenn es schmeckt, dann ist es ja nicht so schlimm. Gut, jetzt kommt unser Senf auf beide Seiten. Unten ein bisschen mehr, oben nämlich ein bisschen weniger. So sieht das Ganze aus. Und unseren Bacon habe ich schon rausgenommen und ein bisschen einmal auf Papier draufgelegt. Den habe ich geteilt, damit wir den so ein bisschen verteilen können, gleich auf unseren Burgern. Genau, so sieht das Ganze aus. Meine Zwiebeln, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich werden die immer ein bisschen anders, aber es ist ja immer mal, irgendwas passiert ja immer. Könnt ihr mal reingucken hier. Meine Zwiebeln sind nicht so richtig, noch nicht so richtig röstig oder sehen nicht so aus, wie ich sie sonst kenne. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Schmecken tun sie, wir haben probiert, das ist kein Problem. Mein Sauerkraut seht ihr, das Bier ist schön raus und der Geschmack ist auch mega. Gleich bauen wir alles zusammen, ich bereite weiter meine Brötchen vor und dann geht's los. Okay, es geht los. Wir haben unser Sauerkraut, mit dem fangen wir an. Anstatt Salat legen wir unser Sauerkraut unten auf den Burger. Schön mit dem Biergeschmack, ist eine geile Sache. Dann habe ich unsere, kommst du mal ein bisschen ran, das, sonst sieht man es ja gar nicht. Da, jetzt habe ich unsere Fleischkäsestückchen etwas geteilt. Das kommt so hier drauf. Dann legen wir hier ein bisschen Bacon, zwei Scheiben von dem Bacon. So, dann unsere matschigen Röstzwiebeln. So, zack. Oh, ruhig ein bisschen mehr, ich kann da gerne noch was nachmachen für die anderen Burger. Und dann kommt schon der Deckel drauf. Und fertig ist unser Leberkäseburger. Eine richtig geile Sache. Er ist gerade noch ein bisschen heiß, das kennt ihr ja schon. Wir probieren gleich zusammen. Erstmal sage ich jetzt Prost. Ist ja schon fast Wochenende sozusagen. Obwohl, ich weiß gar nicht, wann ich das Video rausbringe. Es könnte ja auch schon Wochenende sein. Aber wir haben heute noch kein Wochenende, sind aber auf dem Weg dahin. Deswegen darf man schon mal ein Bier trinken. Ich möchte jetzt mit euch zusammen diesen Burger probieren. Wie immer muss ein Burger richtig schön... Da muss alles runterfallen, man muss gleich aussehen wie ein Schwein. Geile Sache. Kann man nichts verkehrt machen. Also, ich finde den Leberkäse von Beef Bandits, um nochmal hier ein bisschen Werbung zu machen, Entschuldigung, meine Nase läuft schon hier, Werbung zu machen, der ist einfach mega lecker. Dazu diese Kombination mit diesem Sauerkraut, bisschen mit Bier abgelöscht und sowas. Macht das mal nach. Es ist echt eine geile, geile Sache. Das Bier ist auch mega lecker. Muss ich einfach sagen. Wir haben hier, ich glaube, bei uns aus der Region gibt es gar kein richtiges Bier. Also wir haben hier gar kein einheimisches Bier oder so. Großartig, was nennenswert ist. Deswegen freue ich mich immer, wenn mir was zugeschickt wird. Und solche Sachen zu probieren, ist einfach mega geil. Ja. Ich möchte mich jetzt einfach bedanken für eure... dass ihr mich so unterstützt, dass ihr immer bei mir seid, dass ihr meine Videos guckt, dass ihr alles kommentiert, mir schreibt. Ich freue mich immer total. Wie gesagt, Instagram nicht vergessen. Schreibt mir gerne bei Instagram. Kann man ja ein bisschen besser kommunizieren als bei YouTube. Ja, und ich möchte mich jetzt verabschieden. Lasst mir auch gerne ein Like da. Wenn euch das Video richtig gut gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da. Und ich sage jetzt, ciao, Kakao.